Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Doki, beeil dich. Ja, Tandy ist ja ganz aufgeregt. Die Freude über ein eigenes Haus ist wohl wirklich riesig. Oh naja, ich kann es Teddy nachfühlen. Ja, das kann ich. wir sind zurück. Zurück in Raststadt. Lass uns schnurstracks zu Strepoli gehen. Aua. Hey, pass doch auf. Entschuldigung. Ich bin nicht in Eile. Ich muss immer weiter. Okay. Ich bin ganz schön erschrocken. Was war denn mit dem los? Naja, ist auch egal. Okay, beeilen wir uns lieber. Ja, machen wir. Let's go. Oh, oho, und? Habt ihr die Aquamarine? Klar doch, in der Höhle waren zwar ein paar fiese Gegner, aber wir haben es geschafft. Gut für euch. Versprochen ist versprochen. Ich werde euer Haus bauen. Hurra. Aber erst bekomme ich die Aquamarine. Also zeigt sie schon her. Natürlich. Nanu? Was ist? Die Aquamarine sind weg. Sie sind plötzlich verschwunden. Was? Seltsam. Ich war mir absolut sicher, sie eingepackt zu haben. Und jetzt kann ich sie nirgends finden. Strepoli! Hahaha, na sowas! Ihr wart also gar nicht in der Höhle und habt die Aquamarine geholt? Was, wenn das so ist, kann ich euer Haus leider nicht bauen. Aber wir haben die Aquamarine wirklich geholt. Du musst uns glauben. Wenn dem so ist, wäre, hättest du sie doch jetzt gegeben, oder nicht? Naja, was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Wir gehen eben nochmal holen. Viel Glück! Ja, aber... es ist wirklich merkwürdig. Ich bin mir sicher, sie mitgenommen zu haben. Das ist in der Tat komisch. Ich habe auch gesehen, wie Teddy die Aquamarine eingesteckt hat. Und auf dem Rückweg ist Teddy die ganze Zeit vorne weggelaufen. Wäre die Aquamarine runtergefallen, hätte ich das mitbekommen. Ja, ich verstehe es zwar nicht wirklich, aber grübeln bringt uns jetzt auch nichts. Lass uns doch einmal losziehen und ein paar neue Aquamarine holen. Okay. Miau. Dieses Leiden zwischendurch. Hallo. Ich bin's für heute. Ich war leider erst mal in Raststadt. Aber ich habe bereits mein Herz in diesem beschaubernden Ort verloren. Oh, der schöne Schalker trügen. Besser man ist stets auf der Hut. Das Wasser in dieser Stadt ist köstlich. Nein, ich wollte nicht nochmal mit dir reden. Und dieses Leiden, ey. Ja, wir sind drei Abenteurer, die immer gemeinsam auf Expedition gehen. Okay. Oh, wo bin ich denn hier? Hallo. Willkommen beim Echnat Holzgoldrausch. Wenn ich blitzblanke Barren sehe, geben mir die Augen über. Falls ihr also einen blitzblanken Barren findet, tauscht ihn bei mir ein. Tut mir leid, aber ich stecke noch in den Vorbereitungen. Noch etwas Geduld bitte. Falls ihr einen blanken Barren findet, bringt ihn mir bitte prompt vorbei. Verkauft sie bloß nicht aus, was ihn jemand anderem hört, ja. Alles klar. Wo bist du denn? Willkommen. Wenn du zusätzlich Inhalte suchst, dann bist du hier genau richtig. Möchtest du ins Hauptmenü zurückkehren? Nein. Hier ist nichts, okay. Jetzt kann ich hier hoch. Cool. Aber hier ist scheinbar auch nicht wirklich was. Oh, hier geht's noch hoch, okay. Hallo. Hey. Wollt ihr Knebschuhe von mir? Mein Name ist Ganovi. Ich gehöre zu Rockheim Mainz, berüchtigte Bande. Also kommt mir ja nicht so dumm. Ich bin hierher gekommen, weil der Boss ist mir aufgetragen. Übrigens, wo finde ich diese Lagertruhe? Ich dachte, die wäre hier irgendwo. Nee, die ist weiter unten. Hallo. Oh, hier Robin auf dem Mögel, das ist ganz schön frisch, nicht wahr? Ich bin Lin Fu. Mein Yin ist Zeichens Kampfsportler. Um meine Fähigkeiten zu verbessern, reise ich viel. Mache auch auf den Raststadtstationen. Wir sehen uns also bestimmt wieder. Okay. Komische Pokémon hier. Lul. Nanu. Das Pokémon da. Ja. Ich hab nämlich schon im Sinn, was passiert ist. Das ist doch das Pokémon von vorhin. Na klar.
Vielleicht hat er die Aquamarine ja beim Zusammenstoß fallen lassen. Und vielleicht kann uns dieses Pokémon was dazu sagen, wenn wir es fragen. Hä? Was hast du, Loki? Ja, das Pokémon da hinten, das, ne? Wir sollen das Pokémon von vorhin fragen, ob es etwas weiß? Verstehe. Falls wir die Aquamarine wirklich auf dem Rückweg verloren haben, dann könnte dieses Pokémon sie ja durchaus gefunden haben. Wenn wir hier weiter so herumtrödeln, verlieren wir es noch aus den Augen. Doki, zacke ich jetzt. Hey, warte bitte. Wer hat das gesagt? Ah, ne, die. Ahem. Ja, wer ruft denn da nach uns? Ach, die Praktibike. Aber ihr müsst uns bitte entschuldigen. Wir haben es gerade sehr eilig. Wir wissen Bescheid. Ihr fragt Zurukex, nicht wahr? Zurukex? Du meinst dieses Pokémon eben? Es heißt Zurukex? Ja. Und wir wissen genau, wohin er will. Er ist zum Wandelpass gegangen. Dort findet ihr Zurukex. Genau, und ihr Knirpse. Also ihr sollt auf jeden Fall schnell dorthin begeben. Verfolgt Zurukex und holt euch zurück, was er euch gestohlen hat. Holt die Aquamarine zurück. Die Aquamarine? Wurden uns gestohlen? Ja, es passiert, bevor ihr das Restaurant betreten habt. Als Zurukex dich von hinten angerempelt hat. Bei der Gelegenheit hat er eure Aquamarine gestohlen. Was? Aber, woher wisst ihr beiden das? Weil wir... Bitte verzeiht uns. Wir hatten wirklich keine bösen Absichten. Hey, warte, gefälligst. Weg sind sie. Ich weiß zwar nicht, was das Ganze soll, aber die Praktiker haben uns aufgefordert, die Aquamarine zurückzuholen. Und gesagt, dass dieser Zurukex sie uns bei einem Zusammenstoß gestohlen hat. Im Zusammenstoß mit Zurukex? In diesem kurzen Augenblick soll er sie uns gestohlen haben? Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Praktiker uns anlügen. Doki, am besten wir folgen Zurukex und sehen, was er zu sagen hat. Zurukex soll doch zum Wandelpass gegangen sein, oder? Ich vermute mal, wir kommen von der Kreuzung aus dorthin. Also los, gehen wir zur Kreuzung. Alles klar. Njau! In Sprinten. Hoch. Wohin soll die Reise gehen? Ja, zum Wandelpass. Was kann man hier denn? Stufenberg, Felshöhle und Wandelpass. Alles klar. Ja, wir wollen dahin. Diese Straße führt geradewegs zum Wandelpass. Los! Lass uns die Verfolgung von Zurukex aufnehmen. Machen wir. Wandelpass E1. Ui. Okay. Ach. Oh. Das ist ja cool. Okay. Ah. Das ist ja ein cooles Dungeon-Design. Ohne Witz, also ich finde das geil. Das ist mal was anderes. Es ist ungewohnt natürlich, aber es ist eigentlich gar nicht mal schlecht, finde ich. Also mir gefällt das prinzipiell. Man kann die Pokémon so auf den Weg gehen, die ignorieren einen eigentlich auch. Was haben wir hier denn eigentlich? Was ist das? Strawickel, okay. Ich habe halt Schwarz und Weiß nicht wirklich gespielt. Ich will drauf. Ja. Also, weil ich kenne die ganzen Pokémon alle nicht unbedingt. So ein paar kenne ich, klar. Ich habe Schwarz. Schwarz einmal gespielt. Aber bin halt auch nicht so drin, was die ganzen Pokémon angeht. Also. Das ist Ewigkeit. Wie lange ist das her? Lange. Es ist lange her, dass ich Pokémon Schwarz mal gespielt habe. Also wie gesagt, die ganzen Pokémon kenne ich alle gar nicht. Es kommt irgendwann, wenn ich Schwarz nochmal Let's Play so. Kommt der auch noch, ne? Nach Pokémon Mystery Dungeon. Oh, Treppe. Kommt dann erstmal irgendwann Heart Gold. Dann kommt Omega Rubin. Dann kommt wahrscheinlich Diamant oder Platin. Ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich eher Diamant. Dann irgendwann kommt Schwarz oder Weiß. Und dann Schwarz oder Weiß 2. Dann X oder Y. Und dann Sonne oder Mond. Würde ich eher Mond wahrscheinlich schätze. Lull. Oh, hallo. Lull, du lebst noch. Und dann Ultrasonne oder Ultramond. Würde ich eher Ultramond schätze. Halt.
Verdammt, das... Warum gehst du da hoch? Nein, geh doch... Nee. So. Gewissheit. Wir haben kein Damage. Wir machen kein Damage, weil wir Heule abbekommen haben, ne? Shit. Ja, es ist besiegt, okay. Hier ist noch was. Da war eine Glitzerstelle auf dem Boden, ne? Hast du es richtig gesehen? Ich glaube schon. Aber dieses neue Dungeon-Design, das ist eigentlich ganz nett. Leuchteboden. Oh. Ein Goldbarren, genau. Echt na toll. Stimmt, der hatte das ja eben erwähnt, mit dem haben wir ja gerade eben geredet. E4, alles klar. Aber wie gesagt, dieses neue Dungeon-Design, so die neue Dungeon-Idee, finde ich geil. Muss mich erstmal dran gewöhnen, weil ich halt echt nur Mystery Dungeon 1 und 2, sag ich jetzt mal, 1 und 2 halt, gewohnt bin. Und da war das ja alles ein bisschen anders. Da gab es dann nur diese Dungeons hier, also diese Art von Dungeons, wo wir jetzt gerade sind. Ist hier die Treppe? Ja, da hinten ist die Treppe, ich sehe sie. Hab sie gesehen! Gewissheit. Schöne Glut. Ach komm. Ui. Ich geh mal einen Schritt nach oben. Oh, warum? Na egal. Ja, Daddy regelt, alles klar. Und wir gehen in die Treppe. Hinweis. Das Ziel ist schon sehr nah. Noch ein kleines Stück. Vorsicht ist geboten. Ah, jetzt. Ah, genau. Okay. Oh, Mann. Ich vermisse die Kangama-Lagerstation irgendwie. Innerhalb von Dungeons, in denen sich Lager drum befinden, kann der Spielstand über X im Menü gespeichert werden. Mache so oft wie möglich den Spielstand über das Menü. Ja. Also. Schade. Ich vermisse die Kangama-Truhen. Ich fand die immer ganz. Die Kangama-Statuen. Die waren immer so. Cool. Also Kangama war auch so das perfekte Pokémon irgendwie zum Lagern von Items. So. Das hat halt zu Kangama gepasst, fand ich. Muss ich schon zugeben. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Vermisst das ein bisschen. Josef Beere und Top-Elixier wurde aufgehoben. Ich will ganz gerne das Top-Elixier eigentlich haben. Alter, wie lang ist der Weg? Okay, wir kacken auf das Top-Elixier, wie es aussieht. Das suchen wir nicht extra. Was wollte ich noch gerade sagen? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Hey Doki, weiter vorn scheint es ein wenig aufzuklaren. Lass uns weitergehen. Ja, machen wir. Ja, auch doof jetzt wieder umzudrehen, ne? Osino. Da ist es, Zurukex. Der gemeine Schuft, endlich. Da ist Zurukex, wir haben ihn. Komm, Doki, wir stellen gleich zur Rede. Da kommt jemand. Ich fass es nicht. Da kommt jemand, Daddy. Was? Wir sollen uns verstecken? Ja. Was soll denn auf einmal? Jetzt soll ich auch noch flüstern? Was ist denn hier los? Was? Was? Aber das ist doch... Drehpulli. Was hat denn Drehpulli hier verloren? Tut mir leid, es hat etwas länger gedauert. Noch langsamer ging es wohl nicht, wie? Lass uns zum Geschäftlichen kommen. Habt ihr nicht so. Schließlich soll uns ja keiner auf die Schliche kommen. Es ist gar nicht so leicht, diese Nummer hier sich über die Bühne zu bringen. Aber du bist doch ganz der Alte. Einmal Gauner, immer Gauner, was? So, wo ist meine Kohle? Reck dich wieder ab. Ich stehe zu meinem Versprechen. Bist du eigentlich früher auch schon so habgierig? Habgierig? Das sagt der Richtige. Für diese Aquamarine kannst du im Westen Unsummen verlangen und dir so eine goldene Nase verdienen. Verglichen damit ist das läppische Betrag, mit dem du mich abspeist. Blanker Hohn. Nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Hey. Tja, ganz falsch liegst du damit zugegebenermaßen nicht. Natürlich könnte ich auch selbst die Felsenhöhle gehen und mir welche besorgen. Aber das ist mir etwas zu brenzlig. Da kam dein nächstes Angebot natürlich wie gerufen. So ist es für mich einfacher und schneller. Ich werde dafür sorgen, dass ihr dass mir diese Schwachköpfe weitere Steine besorgen. Und dann werde ich dich wieder um die übliche zur Bezahlung bitten. Wie bitte? Du willst diese Tölpel nochmal losschicken? Ganz genau. Immerhin sind sie dumm genug zu glauben, dass ich ihnen ihr Häuschen bauen werde.
Oh, das geht auf die Stimme, ey. Diese Weise kann sie bis in alle Ewigkeit Aquamarine ranschaffen lassen. Hey, im Ernst, Bob ist da abgebrüht. Es ist doch ihr großer Traum, sich ein eigenes Haus zu bauen, oder? Sie werden sich an ihren Traum klammern, den du ihnen nicht zu erfüllen gedenkst. Und dir auf ewig neue Steine zu bringen, in der Hoffnung, eines Tages belohnt zu werden. Ja, bei einem großen Gedanken muss ich schon heulen. Hast du denn gar kein Herz? Soll ich etwa auch loswerden? Wegen deiner solchen Nichtigkeit? Weil du nur mit dem Ball flach zurückhängst. Bei deinen Geschäften im Westen kennst du ja auch keine Skrupel. Ja, wo du recht hast, hast du recht. Alles klar. Ey, ihr miesen Schufte. Was? Was habt ihr beiden denn hier verloren? Wir sind Zuko-Keks bis hierher gefolgt. Schrepoli. Dass du dich nicht schämst, uns so an der Nase herumgeführt zu haben. Ach was? Hast du im Leben schon gerecht? Ehrlich, wer am längsten war einmal. Eure Träume sind schuld daran, dass ihr das nicht geführt wurdet. Wer anderen auf den Leim geht, ist selbst schuld. Ihr seid mir auf die Schliche gekommen. Und habt meine Masche durchschaut? Alle Achtung, Nieten. Und nun, was habt ihr nun vor? Wollt ihr es etwa mit uns beiden aufnehmen? Wer sich wie ich sein halbes Leben in der Unterwelt getobt hat, der ist mit allen Wassern gewaschen, seid gewarnt. Ich hab mehr gesehen und erlebt, als ihr euch in euren kühnsten Träumen vorstellen könnt. Ich wüsste, ihr macht besser einen Abgang. Das hättest du wohl gerne. Dabei habe ich es doch nur gut mit euch Weichen gemeint. Ja, wohl den Verstand verloren, nie. Mir soll's recht sein. Dann werden wir euch jetzt eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Ihr werdet es noch bereuen, uns herausgefordert zu haben. Auf geht's. Oh, meine Stimme, Leute. Gewissheit. Ach, Gewissheit ist ja... Gewissheit ist dumm, gegen ihn einzusetzen. Bin ich kapier, okay. Wie kann ich das jetzt... Moment. Items? Sinelbeere? Essen? Ah, okay, gut. Das geht, alles klar. Okay, ich esse auch mal eine Sinelbeere, vorsichtshalber. Kann ich nicht einfach B-Items auswählen? Ja. Essen, ich. Oh, lol. Kann ich das denn überleben überhaupt? Aber wie soll ich das denn machen? What? Keines eurer Items verloren. Das war wohl nichts. Lul. Das ist nicht gut gelaufen. Also will ich nicht auf mir sitzen lassen. Lass uns noch einmal zurück Hex und Streboli gehen. Machen wir. Ja, komm, machen wir. Part ist vorbei, Leute. Was? Perfekt. Also, ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Guck ich mal. Vielleicht irgendwie... Aber wie mache ich das denn am besten? Ich muss halt irgendwie... Es ist halt doof, dass einer gegen einen kämpft. Vielleicht sollte ich gegen Strepoli kämpfen? Ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei Ass nächste Mal wieder. Haut rein!